Hallo zusammen, aus Aktualitätsgründen gibt es das Video von Freitag schon heute. Und ja, ihr werdet euch denken, ich meine, ihr habt ja auch nachgefragt, mache ich ein Video zu der Ankündigung, dass Pokémon Omega Ruby und Alpha Sapphire erscheinen werden? Natürlich mache ich dazu ein Video und zwar gibt es die initialen Reaktionen von mir. Ich wollte eigentlich ein ausgedehnteres Video machen, auch mit was mir wünsche für das ganze Zeug, aber dann dachte ich mir so, hey, der Sui hat bestimmt Bock mit mir da wieder ein Video zuzumachen und er hat gemeint, da hat er Bock zu. Also werde ich meine ausführlichen Gedanken dazu zurückhalten und mit dem Chris zusammen dann ein Video für euch machen, das ihr dann hoffentlich schon nächste Woche, spätestens übernächste Woche bekommt. Ich bin dran, den so ein bisschen zu poken. Also wenn ihr Bock habt, pokt ihr mit und sagt ihm, hey, mach mal ein Video hier. Und ja, kurz zusammengefasst, wie gesagt, Pokémon Rubin und Saphir bekommen ihr lang erwartetes 3DS Remake, tragen wie gesagt die Namen Omega Ruby und Alpha Sapphire, werden für den 3DS erscheinen und zwar weltweit im November noch diesen Jahres. Ich meine, das Remake der dritten Generation, darauf habt ihr gewartet, seit der 3DS erschienen ist. Jetzt bekommt ihr es, jetzt bekommen wir es. Und ich weiß nicht, wie es euch ging. Für mich kam diese Ankündigung aus dem Nichts. Also ich muss zugeben, ich bin, was Nintendo-Neuigkeiten angeht, nicht immer auf dem aktuellsten Stand. Zum Beispiel habe ich auch das mit dem gesamten Charakter-Roster für Mario Kart angekündigt nicht mitbekommen. Aber für mich kam es aus dem Nichts. Ich war einfach auf Twitter unterwegs ein bisschen, klick auf neue Tweets anzeigen und dann so zack, sehe ich diese beiden Spielecover und ich dachte mir so, okay, ist das jetzt ein Witz? Klick auf den Link und sehe den Trailer und dachte mir so, holy shit. Also richtig schön rangeschlichen und dann so bam, hier habt ihr die Ankündigung. Der Trailer sagt leider rein gar nichts, außer dass eben diese Spiele kommen werden, zeigt noch keinerlei Gameplay oder irgendwelche anderen Details. Lediglich die beiden Cover, die wir hier wunderschön gesehen haben. Und mein persönliche Meinung dazu ist, ich freue mich sehr darauf. Primär auch darum, viele loben die dritte Generation sehr und sagen, es ist eine der besten oder die beste. Bei mir war es so, die dritte Generation ist bei mir gerade in dieses Loch gefallen, wo bei mir die Pokémon-Interesse so ein bisschen abgeebbt ist. Also die Gameboy-Teile waren für mich super Hype und dann kam Rubin, Saphir und ich war so in der Phase, wo ich eh so ein bisschen weniger Pokémon gespielt habe und es war so, okay, ich habe es auch gespielt, ich habe es auch durchgespielt, aber ich habe an diese Generation die wenigste Erinnerung von allen. Ich weiß, ich mochte es. Ich weiß, es gab mehrere, vor allem die legendären Pokémon haben mir sehr getaugt, vor allem Rayquaza. Darum bin ich umso froher, dass ich diese Generation jetzt nochmal nachholen kann und ein bisschen mehr Zeit reinstecken kann. Und ja, ich meine, es ist cool. Ich habe mich sehr gefreut und ich möchte gar nicht erst wissen, wie sich Leute gefreut haben, die wirklich, wirklich schon lange auf dieses Remake warten. Ich werde mir ein bisschen mehr Gedanken machen, mir meine persönlichen Wünsche ausarbeiten, die ich habe für diese Generation. Aber ich möchte von euch erstmal zwei Dinge wissen. A. Was war eure initiale Reaktion? Was haltet ihr davon? Freut ihr euch auch so drauf, wie der große Anteil von Pokémon-Spielen dieser Welt? Und vor allem, kam das genauso überraschend für euch wie für mich? Oder bin ich einfach nur voll unterinformiert? Ich wünschte, ich könnte euch schon mehr Informationen geben als das hier. Mehr habe ich noch nicht und ich möchte euch auch nicht vorweggreifen, weil ich möchte mit Sui wirklich ein cooles Video wieder für euch machen, das echt, das auch ein bisschen länger geht. Darum, tut mir leid, dass ich das nicht mehr sagen kann, außer meine initialen Gedanken und falls ihr nicht mitbekommen habt, eben die Ankündigung an sich. Und ja, damit entlasse ich euch jetzt in den restlichen Donnerstag und wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns dann am Dienstag zum Brindilog. Bis dahin, bye bye. Holt euch ein Poke 5 ab. Pika! Und dann sehen wir uns irgendwann die Tage. Bye bye.